In einem RTL-Interview zeigte sich Dieter Bohlen von seiner privaten Seite und verrät unter anderem, dass er evangelisch sei und jeden Tag bete. Ich mag es auch, dass die Familie täglich zum Frühstück betet und ich könnte gar nicht einschlafen ohne Gebet. Das ist für mich eine gewisse Demut und Dankbarkeit, erklärte er. Bohlen sagte auch, er habe Kirchen in allen großen Hauptstädten der Welt besucht und dort gebetet. Zudem verrät der Musikproduzent, dass er beim Bäcker eine Art Ritual pflegt. Jeder Oma, die vor mir beim Bäcker steht, bezahle ich den Einkauf. Die bestellen 3 Brötchen und für den Nachmittag ein Stückchen Apfelkuchen und wenn du denen sagst, ich zahle das gleich mit, dieser Blick, so ungläubig und dankbar, ich mag das sehr. Ab dem 14. Januar ist Dieter Bohlen in der 20. und letzten Staffel Deutschland sucht den Superstar bei RTL zu sehen. Auch für Bohlen selbst ein großer Moment, wie er dem Sender im Vorfeld verriet. Ich bin ehrlich, ich hatte Gänsehaut am ersten Tag.